Mein Name ist Haysam Alkadi, ich bin 28 Jahre alt und studiere Mechatronik-Systemtechnik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich komme aus Syrien und ich wohne hier seit 6 Jahren in Magdeburg. Als ich hier nach Magdeburg kam, habe ich angefangen zu arbeiten. Da habe ich 3 Jahre gearbeitet. Danach habe ich mir entschieden, dass ich mich mehr entwickeln will. Und da habe ich hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal angefangen zu studieren. Ich habe mir Mechatronik-Systemtechnik ausgesucht, weil ich dachte, dass der Verbindung zwischen Elektrotechnik und Maschinenbau und dass ich später mehr Berufschancen kriegen kann. Ich erinnere mich, als ich hier nach Deutschland kam, da habe ich mit 2, 3 Worten angefangen durchzusprechen. Und danach kam diesen Tischtennisverein, wo ich da angefangen habe zu spielen und Leute da kennenzulernen und mich da zu engagieren. Der Tischtennisverein hat mich richtig gut geholfen, damit ich mehr Leute kennenlerne und damit ich mehr Freunde finde und damit ich meine Kultur auch hier zeige und damit ich die deutsche Kultur auch kennenlerne. Ich habe mich dann angefangen zu engagieren. Da habe ich angefangen bei der Integration Bundeswohlmittelstätte und danach bei der Offenkanal Magdeburg. Da haben wir ab und zu Projekte gemacht. Und danach haben wir einen Verein gegründet, der Deutsche-Syrische Kulturverein. Und jetzt engagiere ich mich bei der Stura in der Hochschule. Das Stipendium gibt mir eine große Hilfe, um mich mehr engagieren zu können und um mich mehr auf mein Studium konzentrieren zu können. Ich bedanke mich für das Stipendium und dass Sie mich ausgesucht haben.